Gut, ja, dann herzlich willkommen hier in Bochum zum 7. Studentischen Soziologie-Kongress. Ich freue mich auch persönlich, dass Sie hier sind, zahlreich erschienen sind. Wünsche Ihnen ganz angenehme Tage, ganz angenehme Veranstaltung, gute Wissensaufnahme, guten Austausch untereinander. Und ja, ich möchte ein kleines bisschen mehr zu Segregationstendenzen im Ruhrgebiet sagen als meine Vorrednerin, die Katja Sabisch schon gesagt hat. Ich werde auch einzelne dieser Grafiken ein bisschen ausführlicher besprechen, wobei ich jetzt ehrlich gestehen muss, bei mir fehlen die Quellenangaben, aber das kann ich ja noch nachholen. Vielleicht ganz zum Einstieg, ich verwende immer ganz gerne diese Nachtaufnahme von Europa aus ganz unterschiedlichen Gründen. Zum einen sieht man ganz gut, hier ist das Ruhrgebiet, das fällt sehr gut auf, man kann es von sehr weit oben sehen. Zum anderen aber auch, weil dieses Bild eine Symbolsprache hat, die ganz viel ausdrückt und die sehr viel eben auch mit Stadt- und Regionalsoziologie und mit Themenfeldern, mit denen ich mich beschäftige, nämlich mit sozialen Beziehungen, mit Netzwerken auseinandersetzt. Und das bringt dieses Bild eigentlich ganz gut zum Ausdruck, dass ja Städte, Regionen, Orte und Räume, die ja immer auch eine lokale Verankerung haben, sehr wohl dazu beitragen können, dass es Vernetzungen gibt oder dass, wie in der Rede von Katja Sabisch, eben auch Grenzen überschritten werden kann. Und damit möchte ich zu meinem Vortrag kommen, der sehr stark etwas mit Stadtsoziologie und insbesondere mit Segregationsphänomenen zu tun hat im inhaltlichen Sinne sehr stark sozusagen beim Ruhrgebiet angesiedelt ist. Ich werde zunächst erstmal ganz allgemein etwas zu residenzieller Segregation sagen als ein soziologischer oder sozialwissenschaftlicher Untersuchungsgegenstand, dann spezifischer eingehen auf Kenntnisse der Segregation im Ruhrgebiet, auch ein bisschen weitergehen als über den Sozialäquator der A40, der am Anfang auch eine Rolle spielen wird, und dann im dritten Punkt so ein bisschen auf soziale Folgen eingehen. Warum untersucht man eigentlich Segregation? Oftmals eigentlich auch, um ganz bestimmte Folgen für Individuen oder für Kollektive zu untersuchen, und will eigentlich mit dann ausgewählten studentischen Lehrforschungsprojekten nachweisen, dass es durchaus ein ganz diffiziles Gebiet ist, Folgen von Segregation zu untersuchen, und dass Segregation nicht immer negative Folgen bedeuten muss. Und komme dann ganz zum Schluss zu einem kurzen Fazit. Und ich glaube, die Organisationsteam, das wird mich dann auch so ein bisschen in der Zeit einbremsen, falls das alles zu lang wird, weil ja, wenn ich recht informiert bin, danach noch eine kleine Leckerei wartet. Ja, okay, gut. Dann kommen wir mal zu der Residenzsegregation als soziologischer Untersuchungsgegenstand. Und ja, typischerweise ist Segregation ein Begriff, der sehr vielfältig verwendet wird, auch deutlich über die Grenzen von Stadt- und Regionalsoziologie hinausgeht, obwohl da eigentlich auch ein Kernbereich angesiedelt ist. Und neben Segregation eben auch immer das Grenzziehen und das Grenzüberschreiten und damit auch immer Fragen von Integration konfrontiert sind. Also ich sehe Segregation und Integration eigentlich immer so als ein Spiegelbild. Das hat auch wesentlich damit etwas zu tun, dass eben Folgen von Segregation, also von Grenzziehungen, sehr negativ gesehen werden und Integration eigentlich verhindern. Und diese beiden Begrifflichkeiten, Segregation und Integration, sind aber gleichzeitig demografische und soziale Herausforderungen unserer Städte im 21. Jahrhundert. Und das Ruhrgebiet als ein Gebiet oder als vielleicht sogar nur eine Stadt der Städte, hat mit ganz besonderen demografischen und sozialen Herausforderungen zu kämpfen und hat auch ganz besondere Segregationsmuster. Warum sind diese beiden Begriffe verknüpft, Segregation und Integration? Das liegt eigentlich schon ein bisschen in der, oder nicht in der, aber vielleicht in einer der typischen Definitionen von Stadt, die ich hiermit aufgezeigt habe, die schon lange Historie hat, eigentlich mit zum Klassiker oder einer klassischen Definition zählt, nämlich von Louis Wirth, der gesagt hat, für soziologische Zwecke sollte Stadt definiert werden als eine relativ große, dicht besiedelte und dauerhafte Niederlassung. Das ist relativ unspektakulär, aber eben von gesellschaftlich heterogenen Individuen. Also Stadt wird eigentlich als so etwas wie die Integrationsmaschine einer Gesellschaft verstanden.
Und dann ergibt sich logischerweise die Frage, wenn es um Räume geht, um Städte geht, wie ist denn diese Heterogenität räumlich organisiert? Und genau dann sind wir bei der Segregation. Formen der Segregation sind ganz unterschiedlich ausgeprägt. Die Stadtsoziologie, auch die Sozialgeografie hat unterschiedlichste Maße für Segregationsformen entwickelt. Damit will ich sie jetzt gar nicht weiter behelligen. Ich will eigentlich eher eine relativ plakative Trennung aufführen, wie sie hier mit Unterstadt und Oberstadt benannt ist. Ist so ein bisschen angeknüpft an ein Lied von Franz Josef Degenhardt, der in diesem Lied eben auch die räumliche Trennung dieser Gebiete besingt und die Grenzziehung, die damit verbunden ist und entsprechend auch die Lebenschancen, die verwehrt werden, wenn man in der Unterstadt lebt oder die möglich sind, wenn man in der Oberstadt lebt. Diese Grenzziehung zwischen Unter- und Oberstadt ist eigentlich was relativ Pauschales, muss man kein Wissenschaftler für sein, weil man sieht das schon allein, wenn man nur durch die Stadt läuft und sich Gebäude anschaut. Ja. Typische Bilder für eine Oberstadt, sowas wie Villen, Stadthäuser, relativ großflächige Räume, wo eigentlich wenige Personen leben. Das untere Bild macht nochmal hier in der Mitte ganz deutlich auch Grenzziehungen. Ja. Da sind Zäune oder Mauern angelegt, die deutlich dafür sorgen, dass andere vom eigenen Anwesen abgehalten oder ferngehalten werden. Versus in der Oberstadt, das räumlich doch stark beengte Bewohnen beieinander, eigentlich die Unmöglichkeit, sich stark abzugrenzen. Schon allein, wenn man sozusagen im Hochhaus aus der Haustür heraustritt, ist man im halböffentlichen Raum des Flurs, des Treppenhauses und kann sich da gar nicht der Nachbarn erwehren, die vielleicht zufälligerweise auch das Treppenhaus hoch oder runter kommen. Und muss mit ihnen mehr oder weniger, ist man gezwungen, in Interaktion zu treten. Ja, bei der Oberstadt ist das eigentlich deutlicher abgegrenzt. Und die Soziologie und die Stadtsoziologie im Besonderen, die befasst sich jetzt eigentlich auch mit den Dingen, welche Lebenschancen eben dieses Wohnen in diesen unterschiedlichen Räumen, in dieser Unterstadt oder Oberstadt, entsprechend mit sich bringen. Und das soll dann auch im dritten Teil meines Vortrags mit einer Rolle spielen. Segregation als eine allgemeinere Definition ist die disproportionale Verteilung von Elementarten, was immer das auch ist. Das können zum Beispiel diese Wohngebäude sein, wie es eben gezeigt hat, oder eben auch Haushalte und Personen, die mit ganz bestimmten sozialstrukturellen oder anderen Merkmalen und Eigenschaften verknüpft sind. Und diese disproportionale Verteilung untersucht die Segregation in der Stadtsoziologie über Stadtteile einer Stadt. Ja? Die soziologische Stadtforschung beschäftigt sich dann im Kern eigentlich mit drei verschiedenen Formen der Segregation, nämlich der sozialen, der ethnischen und der demografischen Segregation. Es gibt auch noch andere Formen. Wirtschaftsgeografen beispielsweise beschäftigen sich mit funktionalen Segregationen in Städten. Das rückt aber für die Soziologen eigentlich nicht in den Mittelpunkt der wissenschaftlichen Analyse. Ja, soziale Segregation, soziale residenzielle Segregation bezieht sich dann auf Merkmale, die den sozialen Status, den sozioökonomischen Status von Personen oder von Haushalten abbilden. Einkommen beispielsweise, berufliche Stellung, Bildung, Bildungsabschlüsse wären hier markante Merkmale dafür. Ethnische Segregation misst die Differenzierung zum Beispiel hinsichtlich von Nationalität, ethnischer Zugehörigkeit, Migrationshintergrund. Und die demografische Segregation bezieht sich dann viel stärker auf sowas wie Haushaltsstrukturen und typischerweise eben auch auf Lebensphasen oder altersbezogene Unterscheidungsmerkmale. Diese drei Formen, die werden auch in den kommenden Darstellungsformen der Segregationstendenz im Ruhrgebiet eine Rolle spielen und werden dann auch zum Schluss im zweiten Teil eine Art von Zusammenfassung oder Merging erfahren und etwas ganz Besonderes für das Ruhrgebiet zeichnen, was nicht durch die A40 dargestellt werden kann. Okay, zur Segregation selbst ist noch zu sagen, dass das natürlich Prozesse sind, die über lange Zeiträume sich entwickeln. Und Segregationsprozesse kann man unterscheiden in sogenannte Fahrstuhleffekte und Mobilitätseffekte. Fahrstuhleffekte sind typischerweise die Effekte, wenn sich eben die ganze oder ein Großteil der Bevölkerung eines Stadtteils in eine Richtung bewegt
Und anhand von sozialer Segregation wäre das beispielsweise, wenn die sesshafte Bevölkerung eine entweder überdurchschnittliche Verarmung erfährt oder überdurchschnittlichen Wohlstandsanstieg erfährt. Zu diesem ersten Prozess werde ich dann auch Daten vorstellen können, die sich auf das Ruhrgebiet beziehen. Neben diesen Fahrstuhleffekten, wo sich sozusagen alle Bewohner in relativ Einklang befinden und in eine Richtung auf der sozialen Leiter bewegen, gibt es noch Mobilitätseffekte, nämlich Vorzugs- oder Zuzugseffekte, die selektiv erfolgen. Das ist hier der wichtige Punkt. Selektive Vorzüge beispielsweise, indem erwerbstätige Personen und relativ besser gestellte Gebiete verlassen und dadurch diese Gebiete, die sie verlassen, eher zu Armutsgebieten werden. Und selektive Zuzüge zum Beispiel, überwiegend Zuzüge von armen Bevölkerungsgruppen und durch diese Zuzüge der Armutsbevölkerungsgruppe eben auch wiederum Segregationsgebiete zu Armutsgebieten werden. Und ein wichtiger Punkt bei diesem selektiven Zuzug: diese Mobilitätsentscheidungen sind ja oftmals individuelle Entscheidungen oder Haushaltsentscheidungen, werden aber eben auch teilweise durch Politik und Verwaltungshandeln flankiert. Und man sollte eben auch immer mit berücksichtigen, dass selektive Zuzugsmöglichkeiten von überwiegend armen Bewohnern insbesondere durch sozialen Wohnungsbau ausgelöst worden sind, insbesondere im sozialen Wohnungsbau in den 70er Jahren, diese Großwohnsiedlungen, die Plattensiedlungen, wäre ein Beispiel dafür, dass es einen selektiven Zuzug von überwiegend armen Bevölkerung gibt. Diese Prozesse, die verlaufen nicht in kurzen Zeitspannen, sondern über relativ langen Zeitspannen. Deshalb ist es auch insbesondere sinnvoll, dass man Segregationsprozesse über Jahrzehnte hinweg verfolgt. Auch dazu gibt es spannende Daten, die ich dann von Kollegen hier aus der Fakultät präsentieren werde. Bevor ich allerdings dazu komme, möchte ich noch auf Segregationsmechanismen eingehen, dass die primären Mechanismen der Segregation über den Wohnungsmarkt, über die Wohnungspreise oder die Kaufpreise gelenkt und gesteuert werden und dass natürlich auch auf dem Wohnungsmarkt Diskriminierung eine Rolle spielt, zu einem gewissen Teil Diskriminierung, also dazu beiträgt, dass Segregation verstärkt wird. Und andererseits gibt es auch so etwas wie einen sogenannten sekundären Mechanismus, der sich auf Wohnpräferenzen bezieht, auf subjektive Präferenzen, auf Wünsche bezieht, dass man sozusagen seine Wohnentscheidung danach trifft, was man in welchen Räumen oder Wohngebäuden man gerne oder auch in welchen Stadtteilen man gerne wohnen möchte und auch dadurch sozusagen Segregation entstehen kann, nämlich insbesondere dann, wenn ganz bestimmte Präferenzen von vielen Bevölkerungsgruppen bevorzugt werden. Okay, so viel erstmal zum Allgemeinverständnis der residenziellen Segregation. Und jetzt möchte ich auf Segregation im Ruhrgebiet eingehen. Und da beziehe ich mich im weitesten Sinne auf Daten, die Kollege Jaworutzki, der ganz da hinten sitzt und versunken ist, zusammen mit Jörg-Peter Schrebler und noch weiteren Kollegen am Lehrstuhl der sozialwissenschaftlichen Statistik erstellt haben. Bevor ich allerdings auf die Daten komme, vielleicht generell, dass das Beschäftigen mit dem Ruhrgebiet ein bekanntes Phänomen an der Ruhr-Universität ist. Hier drei der jüngeren Publikationen, an denen Mitglieder der Fakultät beteiligt waren. Also, die Titel sprechen dann auch für sich. Das erste Buch, bin mir jetzt ganz sicher, 2012 erschienen, von Bogumil Heinze, Lehner und Strohmeier, Viel erreicht, wenig gewonnen, ein realistischer Blick auf das Ruhrgebiet. So eine Art von Bilanz des Strukturwandels, der da gezogen wird. Deutlicher wird der Strukturwandel, der sehr stark prägend war in den letzten Jahrzehnten, noch in den anderen Büchern mit dokumentiert. Wege zur Metropole Ruhr, Heimat im Wandel ist eins davon. Und die Daten aus der jüngsten Publikation, jetzt aus 2019, Die Stadt der Städte, übrigens ein sehr interessanter Titel, das Ruhrgebiet und seine Umbrüche. Und aus diesem Buch werde ich einen Aufsatz verwenden von Sebastian Jaworutzki, Katharina Niemand und Jörg-Peter Schrebler, die sich eben dann mit den Segregationstendenzen im Ruhrgebiet auseinandersetzen. Okay, jetzt kommt
eine Grafik. Zumindest der obere Teil dürfte Ihnen schon bekannt sein. Sie werden sich vielleicht vorhin auch schon gefragt haben, ja, warum zeigt uns jetzt Frau Sabisch hier den Arbeiteranteil von 1970? Das sind ja Jahrgänge, da sind wahrscheinlich Ihre Eltern noch nicht mal geboren gewesen. Das hat einen ganz spezifischen Hintergrund. Und zwar deshalb, weil 1970 und in noch wenigen anderen Jahren Zensusdaten erhoben worden sind. Und mit diesen Zensusdaten haben dann die Autoren gearbeitet und hier einen Vergleich angestellt, Zensusdaten von 1970 und Zensusdaten von 2011 gegenübergestellt. Und jetzt mag auf den ersten Blick vielleicht gar nicht in der Farbgebung, natürlich sind das alles unterschiedliche Blautöne, darauf geht es mir nicht, sondern in der Verteilung dieser unterschiedlichen Blautöne im Ruhrgebiet mag man vielleicht gar nicht so große Unterschiede erkennen. Der wesentliche Unterschied besteht darin, was drücken denn diese Blautöne aus? Also 1970 ist es tatsächlich so, dass es der Arbeiteranteil ist, aber 2011 ist es die Arbeitslosenquote. Also auch wenn die räumliche Verteilung gleich ist, wird damit insgesamt eine, ja, Segregationsprozess, den ich vorhin mit Fahrstuhleffekt beschrieben habe, dargestellt. Und insbesondere die Gebiete im Ruhrgebiet, jetzt muss ich vielleicht noch ein bisschen weiter ausholen, Sie werden immer diese Karte hinterlegt haben und diese Karte, das ist der sogenannte Regionalverband Ruhr, der RVR, der definiert in diesem Sinne das Ruhrgebiet. Und Sie werden es sicherlich schon erkannt haben, diese rote Linie hier, das ist die A40, der Ruhr-Schnellweg oder Ruhr-Schleichweg, wie er von den Benutzern genannt wird. Ich sage Ruhr-Schnellweg, ich benutze ihn nicht. Und ja, der Punkt ist jetzt der, dass eben typischerweise die A40 als der sogenannte Sozialäquator terminiert wird, der den armen Norden vom reichen Süden im Ruhrgebiet trennt. Das hängt typischerweise damit zusammen, dass es nicht die einzige Autobahn ist, die durchs Ruhrgebiet führt. Es gibt noch mehr verstopfte Autobahnen im Ruhrgebiet. Aber es ist eben die Schnellstraße, die durch die großen Städte Dortmund, Bochum, Essen durchzieht und wo man relativ plakativ tatsächlich einen Unterschied sieht, weil nördlich dieser A40 in diesem Gebiet hauptsächlich die Arbeitersiedlung des ehemaligen Kohlebergbaus, der Zechen, angesiedelt war. Ja. Und das bedeutet natürlich 1970, auch da der Strukturwandel schon im Gange, auch da schon die ersten Zechen stillgelegt wurden, aber immer noch die meisten in Betrieb, sind das typischerweise Wohngebiete der Arbeiter, die in Vollbeschäftigung waren und deshalb sich eben dort entsprechend konzentriert haben. Im Zuge des Strukturwandels, im Zuge der Stilllegungen, kam es natürlich auch zu einem Wandel der Arbeitsplätze, weg vom sozusagen produzierenden Gewerbe hin zum Dienstleistungssektor. Aber natürlich ist es so, dass nicht die Masse der Arbeiter, die in den Zechen oder auch in den Stahlwerken gearbeitet haben, diesen Strukturwandel aktiv mitgestaltet haben, miterlebt haben und davon profitiert haben, sondern es ist oftmals tatsächlich so, dass ein Großteil der ehemaligen Arbeiter dann entsprechend in den jüngsten Zensusdaten, die wir von 2011 haben, eben in die Arbeitslosigkeit, Erwerbslosigkeit abgerutscht sind. Also typischerweise die Gebiete nördlich der A40 in diesen großen Städten dann die Arbeitslosenhochburgen sind. Ja, und das ist das, was typischerweise mit einem Fahrstuhleffekt und hier im Fahrstuhleffekt in der Abwärtsrichtung beschrieben werden kann. Ein bisschen feingliedriger ist diese Kartierung mit sogenannten SGB-II, also Sozialgeld- oder Sozialbezugsdaten. Aber auch hier zeigt sich eben dieses ganz deutliche Phänomen, dass in diesen Stadtteilen, die nördlich der A40 liegen, sich diese SGB-II-Hochburgen befinden, versus hier in diesen ganz nördlichen Gebieten des Ruhrgebiets, die eigentlich schon eher ländlich geprägt sind, und auch hier in diesen südlichen Gebieten, die SGB-II-Quote entsprechend negativ ist. Was man aber zugleich auch sieht, ist, dass die A40 selbst nicht so ein absoluter Äquator ist. Wir haben beispielsweise hier unten die Stadt Hagen. Da sehen wir auch innerstädtische Gebiete mit hohem SGB-II-Bezug. Wir sehen beispielsweise hier im äußersten Osten die Stadt Hamm. Auch da innerstädtisch starker, hoher SGB-II-Bezug, aber dann in den
eher peripheren Gebieten relativ geringer ist für die zweite Zone. Also es ist nicht ganz so schon in diesem Bild zu erkennen, dass die A40 tatsächlich sowas wie ein Äquator ist, weil sozusagen, wenn das der Äquator wäre und wir nur die Armut in der Nordhalbkugel hätten, Hagen eine Ausnahme bilden würde, beziehungsweise die eher von wenigen SGW-2-Bezug geprägten nördlichen ländlichen Gebiete, also nordwestlich ländlichen Gebiete, Ausnahmeerscheinungen wären. Neben dieser sozialen Integration, sozialen Segregation, Entschuldigung, hatte ich ja gesagt, gibt es noch andere Formen, unter anderem die sogenannte ethnische Segregation. Die ethnische Segregation wird hier mit dem Ausländeranteil abgebildet. Das hängt einfach damit zusammen, dass in den Daten des Zensus von 1970 keine andere mögliche Differenzierung, sowas wie Migrationsanteil, gab es eben da noch nicht, möglich gewesen wäre. Und für Vergleichszwecke dieser beiden Daten wird jetzt auf den Ausländeranteil abgestellt. Nun, was sieht man hier? Zunächst erstmal ganz deutlich, 1970 gibt es eigentlich keine starken Differenzierungen. Die etwas höheren Ausländeranteile sehen wir beispielsweise hier im Süden des Ruhrgebiets und hier im äußersten Westen, Südwesten des Ruhrgebiets. Aber man sieht auch noch, dass die Differenzierungen relativ wenig prononciert sind. Ganz anders dann im Jahr 2011, deutlich stärkere Ausschläge. Und was man hier sieht, ist dann wiederum die Zentren, hier ist die Dortmunder Nordstadt, die Zentren der großen Städte deutlich stärker von Ausländern, von höheren Anteilen von Ausländern belegt sind, bewohnt sind, als das dann wiederum in diesen nördlichen ländlichen Gebieten der Fall ist oder eben in typischerweise diesen Gebieten, hier hätten wir Essen-Süd beispielsweise, Hattingen, die deutlich geringere Ausländeranteile haben. Also auch im Ausländeranteil sieht man eine zunehmende Konzentration und damit auch eine zunehmende Segregation für dieses Merkmal und auch typischerweise in den Stadtkernen der großen Städte, die sich nördlich der A40 befinden. Also möglicherweise ist doch die A40 sowas wie ein Sozialäquator. Weitere Daten, die sich auf die demografische Verteilung, demografische Segregation beziehen, wären hier zum Beispiel der Jungenanteil, also der Anteil der Bevölkerung unter 18 Jahren. Und auch hier sieht man eine ganz starke Nord-Süd-Trennung in den 90er und 70er Daten. Oder vielleicht, was zunächst auffällt im Vergleich zwischen 1970 und 2011, dass der Anteil der Jungbevölkerung 1970 noch deutlich größer war als 2011. Das ist ein deutlicher Bezug zum demografischen Wandel, das verwundert vielleicht nicht. Aber eben auch, dass insbesondere die stark ländlich geprägten Gebiete hier im Nordwesten sehr stark oder sehr hohe Jungenanteile haben und schon in den 70er Jahren wiederum hier in diesen innerstädtischen Kern angesiedelt die Jungenanteile rückgängig sind. In 2011 dann insgesamt das Niveau der Personen unter 18 Jahren deutlich geringer als 1970. Aber was man dann sagen muss, eigentlich auch so etwas wie eine gesamte Verringerung im Gebiet. Es gibt nach wie vor so eine Art von Nord-Süd-Gefälle. Allerdings fällt das eben nicht ganz so stark auf. Was wir sehen, ist, dass in diesen südlichen Gebieten hier, also die eigentlich eher die reicheren Gebiete sind, dort wo weniger Ausländer leben, gleichzeitig auch weniger jungen Menschen leben. Höhere Anteile von jungen Menschen, die haben wir wieder in den Stadtkernen der großen Städte nördlich der A40. Also vielleicht ist doch die A40 ein Sozialindikator. Eine weitere Statistik zu den zur demografischen Segregation wären die Anteile der Einpersonenhaushalte und deren Entwicklung. Hier jetzt über einen noch größeren Zeitraum, nämlich mit 1961 beginnend, also die vier Zensusjahre, die es gab, 1961, 70, 87 und 2011. Auch hier gesamt wieder Niveau der Einpersonenhaushalte ansteigend, also typisches Phänomen der Pluralisierung und der Individualisierung von Haushaltsformen. Und wenn wir dann auf die aktuelleren Zahlen schauen von
2011. Auch hier typischerweise die höchsten Anteile in den Innenstadtkernen der großen Städte nördlich der A40, die jetzt hier nicht eingezeichnet ist, aber mittlerweile wissen Sie ja, wo die A40 lag. Okay, also wäre die Frage, ist die A40 tatsächlich nach wie vor dieser Sozialäquator, der den armen Norden vom reichen Süden trennt? Es gibt noch eine weitere Grafik, und zwar eine Grafik, die verschiedene Stadttypen identifiziert. Das ist jetzt ein Beispiel dafür, wie die verschiedenen Formen, die verschiedenen Maßzahlen der Segregation, der ethnischen Segregation, der sozialen Segregation und der demografischen Segregation zusammengefasst werden in unterschiedliche Typen. Insgesamt sind es 9 Cluster oder 9 Typen an Städten oder Stadtteilen. Eine Analyse, die insgesamt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, für gesamt Nordrhein-Westfalen durchgeführt wird. Hier jetzt allerdings nur die Daten darstellt für das Ruhrgebiet oder für den RVR. Was zunächst zu sagen ist, Sie sehen hier diese Cluster, die ersten 4 Cluster, die so ein bisschen grünlich dargestellt sind, sind typischerweise Cluster, die eher für ländliche Gebiete, ländliche Städte darstellbar sind. Jetzt ist natürlich das Ruhrgebiet nicht so das vorrangige ländliche Gebiet, deshalb gibt es davon nur ganz wenige. Und das, was zu erwarten ist, wiederum die ländlich geprägten Gebiete hier im äußersten Nordwesten und dann hier unten im Südosten des Ruhrgebietes, aber flächendeckend größer und vielfältiger sind eigentlich die Stadttypen, die hier einfach die Ziffern 5, 6 und 7 bis 8 tragen. Cluster 9 kommt, glaube ich, praktisch kaum vor und Cluster 8 auch nur ganz selten. Cluster 5, das sind typischerweise Stadtteile, die sozialökonomisch konsolidiert sind, die zwar durchaus einen Arbeitslosenanteil haben, der leicht über dem Durchschnitt des Landes liegt, aber deutlich unter dem Durchschnitt des Ruhrgebiets liegt. Ja? Also tatsächlich eher die wohlhabenden Gebiete. Gleichzeitig ist in diesen Gebieten der Ausländeranteil, aber auch der Leerstand an Wohnungen unterdurchschnittlich und der Jugendquotient erfährt in diesen Gebieten den stärksten Rückgang zwischen 1970 und 2011. Insgesamt kann man also dieses Cluster Typ 5, der hier so blau dargestellt ist und der sich wie so ein Ring um diese Kernstädte des Ruhrgebiets liegt, auch als den Speckgürtel des Ruhrgebiets bezeichnen. Und das ist durchaus eine Erkenntnis, die aus den einzelnen Grafiken selbst heraus so nicht zu lesen ist. Innerhalb dieses Speckgürtels finden wir dann einen Streifen, der zwar schon nördlich dieser A40 liegt, aber der sich eben nicht ganz bis in den Norden des Ruhrgebiets schlägt und der dann maßgeblich geprägt ist von den Clustern 6 und 7, die insgesamt stark benachteiligte Bezirke darstellen, die von hoher Arbeitslosigkeit und hohem Leerstand geprägt sind. Auch der Ausländeranteil ist sehr hoch und die Eigentümerquote, also selbstgenutztes Wohneigentum, ist in diesen Gebieten äußerst gering. Ja, also typischerweise sozial deprivierte Gebiete, Armutsgebiete. Und die Unterscheidung zwischen Cluster 6, das sind eher die helleren Gebiete, hier beispielsweise von dem Cluster 7, hier im Essener Norden zum Beispiel, Duisburg finden wir es auch hier im Dortmunder Norden, ist, dass die Cluster 6 Gebiete, also eher die helleren Gebiete, eher schrumpfende Bezirke sind, das heißt, Jugendquotienten sind oder Jugendanteile sind besonders niedrig und auch stark rückläufig, während im Cluster 7 die Anteile der Jugend und die Jugendquotienten relativ hoch sind, also eher sozusagen wachsende und familienstarke Bezirke sind. Und typischerweise kommt dieses Wachsen und dieses Familienstarke auch durch eben besonders starken Ausländeranteil zum Tragen. Dass man insgesamt sagen kann, eigentlich gibt das moderne Ruhrgebiet nicht mehr diese reine Nord-Süd-Trennung, die durch die A40 gekennzeichnet ist, sondern es gibt eigentlich ein anderes Bild zu erzählen, eine andere Geschichte zu erzählen, die davon zeugt, dass das Ruhrgebiet selbst, obwohl es aus einer Vielzahl von Städten, auch von sehr großen Städten und Landkreisen besteht, tatsächlich sowas wie die Stadt der Städte ist. Denn man kann durchaus identifizieren, dass dieser Bereich hier sowas ist wie ein Mega-Innenstadtkern
Und um diese Stadt herum gibt es eben diesen Speckgürtel der wohlhabenderen Stadtteile beziehungsweise angrenzend dann diese eher ländlich geprägten Regionen. Was immer noch die Ausnahme ist, wäre die Stadt Hagen und die Stadt Hamm. Okay, was sagen uns denn jetzt diese Segregationstendenzen? Welche Folgen gehen denn damit einher? Typischerweise ist es ja auch so, dass in der Armutsforschung die Konzentration von Armut insgesamt negativ bewertet wird, weil es eben Lebenschancen einschränkend ist. Und die Frage wäre tatsächlich, ob denn jede Form von Segregation Lebenschancen einschränkt, oder ist es möglicherweise auch so, dass segregierte Gebiete durchaus auch Lebenschancen verbessern können oder dass es möglicherweise gar keine Unterschiede gibt. Dazu möchte ich Ihnen insgesamt drei Studien vorstellen. Das sind zwei davon, sind zumindest Lehrforschungsprojekte, die von Studierenden durchgeführt worden sind. Und der erste Punkt, die erste Art von Folge, mit denen ich mich beschäftigen werde, sind Vergemeinschaftungsformen, die im Stadtteil existieren können. Also wie Bewohner eines Stadtteils sich zusammenschließen können in verschiedenen Assoziationen, in verschiedenen Formen, um beispielsweise gemeinsam gegen typische Probleme im Stadtteil vorzugehen. Das zweite Beispiel bezieht sich dann deutlich stärker auf Wohnpräferenzen. Hier wäre der Anknüpfungspunkt wesentlich stärker, dass wir uns auf Wohnpräferenzen in einem sozial benachteiligten Gebiet beziehen und einfach überlegen, ist es eben tatsächlich so, dass die Segregation für diejenigen, die von Armut geprägt sind, tatsächlich eher eine erzwungene Segregation ist. Und das letzte Beispiel, was ich dann vorstellen möchte, ist, welche Auswirkungen Segregation auf das Wohlbefinden, insbesondere einer Gruppe, nämlich das Wohlbefinden von Jugendlichen, haben kann oder möglicherweise auch nicht haben kann. Okay, ich beginne mal mit dem, das war zu schnell, mit dem ersten Punkt, Formen der Vergemeinschaftung, die wir untersucht haben. Und eine der zentralen Forschungsfragen in diesem Lehrforschungsprojekt war, ob denn lokale Gemeinschaften sowohl in der Unterstadt als auch in der Oberstadt, ob die sich anders entfalten, ja, ob eine Art Formung der Verbindung zwischen Bewohnern, sei es sowas wie in gemeinsamen Initiativen oder sei es auch nur auf einer rein individuellen nachbarschaftlichen Ebene der Nachbarschaftshilfe, existent ist und ob es Unterschiede gibt zwischen der Unter- und der Oberstadt. Die Studenten, die diese Untersuchung durchgeführt haben, haben dann zwei Stadtteile in Bochum ausgewählt. Ich lasse es mal besser bei den Synonymen für Unterstadt und für Oberstadt. In den Statistiken, die hier aufgeführt sind, wird es relativ deutlich, dass der Arbeitslosenanteil, hier ist es der Arbeitslosenanteil der Männer, praktisch doppelt so hoch ist wie in der Unterstadt, praktisch doppelt so hoch ist wie in der Oberstadt. Die Unterschiede beim SGB-II-Bezug der Deutschen werden nochmal deutlicher, prononcierter. Und beim Migrantenanteil, der hier ausgewiesen ist, sieht man auch nochmal, dass die Zahlen deutlich auseinandergehen. Das Lehrforschungsprojekt war ein Multimethodenprojekt. Es sind ganz unterschiedliche Dinge, ganz unterschiedliches empirisches Material gesammelt worden. Statistiken sehen Sie hier schon aufgestellt. Es sind Beobachtungen in den Gebieten durchgeführt worden. Es sind Medienanalysen durchgeführt worden, wie in sozusagen regionalen oder Stadtteilmagazinen oder auch regionalen Zeitungen die Gebiete benannt werden, in welchem Zusammenhang diese Gebiete benannt werden. Es sind sogenannte Experteninterviews durchgeführt worden mit Personen, die sich für den Stadtteil engagieren und einsetzen. Und es sind auch Bewohnerbefragungen durchgeführt worden zu eben Vergemeinschaftungsformen und auch noch zu anderen Dingen. Und das, was die Analysen der Medien gezeigt haben, dass die beiden Quartiere mit unterschiedlichen sozialen und infrastrukturellen Problemen zu kämpfen haben. In der Oberstadt gibt es durchaus ein soziales Problem, nämlich das Problem, dass die Bevölkerung überaltert, dass es zu wenig Junge gibt, zu wenig Nachwuchs gibt und im Zuge dessen kein Platz mehr ist für die Grundschulen, die in diesem Gebiet angesiedelt sind und deshalb über eine Zusammenlegung der Grundschulen überlegt wird.
In der Unterstadt gibt es auch soziale Probleme, nur ganz anderer Art. Da geht es nämlich um das Zusammenleben der Menschen unterschiedlicher Herkunft. Es gibt aber auch infrastrukturelle Probleme. In der Oberstadt ist es insbesondere die Verkehrssituation. Da gibt es eine größere Kreuzung, an denen es immer wieder mal zu Unfällen kommt. Und diese Kreuzung soll entschärft werden. Es geht auch um die Parkplatzsituation rund um diese Kreuzung, weil es gleichzeitig eine Kreuzung ist am quasi zentralen Punkt dieses Gebietes. Und die infrastrukturellen Probleme der Unterstadt sind aber ganz andere. Die beziehen sich viel stärker auf die Gebäude, insbesondere die Wohngebäude in diesem Gebiet, die teilweise verwahrlost sind. Es gibt einen höheren Anteil von Leerstand. Und was thematisiert wird, ist insbesondere der Investitionsstau bei diesen Gebieten. Nun, die Frage, die wir dann gestellt haben in unseren Befragungen der Bewohner, wie sich denn jetzt Bewohner sozusagen für diese Probleme interessieren, aber insbesondere auch engagieren, was sie denn dafür tun. Und das, was sich eben dann ganz deutlich zeigt und das vielleicht auch zu erwarten ist, dass die Bewohner in der Oberstadt sich in Bürgerinitiativen zusammenschließen, um erstens die Probleme überhaupt zu artikulieren, ansprechbar zu sein für die Stadtverwaltung und aktiv nach Problemen Lösungen suchen für ihre beiden Probleme, also sprich für die Überalterung und die Zusammenlegung der Grundschulen und auch für die Entschärfung der Verkehrssituation. Sowas findet sich allerdings nicht in der Unterstadt. Ja? Also wenn man da befragt, die Experten befragt, die Bewohner befragt, da zeichnet sich das sowas überhaupt nicht ab. Es gibt auch keine Bürgerinitiative in dieser Unterstadt, obwohl offensichtlich Probleme vorhanden sind, die adressiert werden müssten und die gelöst werden müssten. Also ein Phänomen oder ein Ergebnis der Untersuchung wäre, dass Formen der Vergemeinschaftung, der Kollektivierung, der Adressierung von Problemen, die eigentlich alle betreffen, viel stärker in der Oberstadt angegangen und gelöst werden als in der Unterstadt. Dort eigentlich gar nicht angegangen werden. Und im Sinne von sozusagen Ermöglichung von Lebenschancen wäre das jetzt natürlich das, was in der Armutsforschung tatsächlich adressiert wird, nämlich dass Gebiete, die von sozial benachteiligte Gebiete, Unterstadtgebiete, wie ich sie hier definiere, eben schlechtere Lebenschancen bieten und gleichzeitig aber auch nicht für Lösungen, Vergemeinschaftungslösungen dafür sorgen, diese Punkte anzugehen. Wir hatten dann die Bewohner befragt, welche Formen der lokalen Partizipation sie denn überhaupt in Anspruch nehmen. Und auch hier zeigen sich deutliche Unterschiede zwischen Unter- und Oberstadt. Also die orangen Balken beziehen sich auf die Oberstadt, die blauen Balken auf die Unterstadt. Und was relativ klar und deutlich zum Ausdruck kommt, dass Oberstadtbewohner deutlich stärker an sowas wie Nachbarschaftstreffen oder auch intern Haustreffen, also die Koordinierung mit anderen Bewohnern, dass das viel stärker in der Oberstadt der Fall ist als in der Unterstadt. Andererseits aber, und das zeigen diese beiden Punkte hier, ehrenamtliches Quartierengagement oder auch Verschönerungsarbeiten, sowas wie Müll einsammeln auf der Straße zum Frühjahrsputz beispielsweise, zwar auf geringem Niveau, aber insgesamt stärker in der Unterstadt partizipiert wird. Also dann, wenn es um sowas wie praktische, tatkräftige Hilfen für die Nachbarschaft angeht, dann finden wir das viel stärker in der Unterstadt als in der Oberstadt. Also Problemlösungsfokussierung im Sinne von tatkräftiger Hilfe ist tatsächlich eher in der Unterstadt zu finden als in der Oberstadt. Problemadressierung eher in der Oberstadt. Und ein weiteres Beispiel für Vergemeinschaftung wäre sowas wie die direkte, unmittelbare Nachbarschaftshilfe. Auch hier sind die Häufigkeiten wieder für die Oberstadt orange und für die Unterstadt blau aufgeteilt. Und auch hier zeichnet sich wieder in der Tendenz Unterschiede zwischen Unter- und Oberstadt ab. Und zwar der Art und Weise, wenn man sich die Punkte anschaut, wo die Oberstadt etwas oder sogar deutlich stärker abschneidet, wie beispielsweise Wohnungen von Nachbarn beaufsichtigt oder Nachbarn nach Hause eingeladen. Das sind eher Formen, die ein starkes Vertrauen in den Nachbarn voraussetzen. Ja, der könnte ja, wenn der auf die Wohnung achten muss, da auch Missbrauch mit betreiben. Auch wenn ich jemanden nach Hause einlade, in meinen privaten Räumlichkeiten, setzt das Vertrauen voraus. Das findet also findet tendenziell stärker in der Oberstadt statt. Wenn wir allerdings schauen, wo ist denn die Unterstadt sozusagen stärker vertreten, dann sehen wir das bei Arbeiten im Haushalt geholfen,
gemeinsame Hobbys mit den Nachbarn. Also auch wieder typischerweise sowas wie praktische, instrumentelle, handwerkschaftliche Hilfen, die für Nachbarschaftsaustausch auch relevant sind, die werden viel stärker in der Unterstadt betrieben als in der Oberstadt. Also auch da unterschiedliche Formen der Vergemeinschaftung oder des Zusammengehens mit den Nachbarn in den beiden Stadttypen. Insgesamt muss man aber sagen, dass die Unterschiede zwischen Unter- und Oberstadt gar nicht so prononciert sind, wie man sie vielleicht erwarten kann. Ja? Sondern tendenziell finden wir Nachbarschaftshilfe sowohl in der Oberstadt als auch in der Unterstadt in all diesen unterschiedlichen Formen, die hier genannt sind. Okay, ja, das fasst eigentlich nochmal die Ergebnisse zusammen, also Unterschiede in der kollektiven Teilhabe. Der Unterstadt wäre es tendenziell der Rückzug und Gestaltungspessimismus, also dass man sich eben nicht in Bürgerinitiativen wiederfindet, dass man sich daran nicht beteiligt, Missstände zu adressieren und zu beheben. Der Oberstadt ist es in der Breite tendenziell stärker ausgeprägt. Und es gibt auch Unterschiede in der Art der Beteiligung. Unterstadt also besser bei der praktischen Selbsthilfe und die Oberstadt besser aufgestellt bei der kollektiven Initiativen und der Koordinierung von Dingen. Ja? Also Gemeinschaft macht stark, in dem Sinne findet sich in der Oberstadt und nicht in der Unterstadt. Okay, das zweite Lehrforschungsprojekt, was ich vorstellen möchte, das bezieht sich auf Wohnpräferenzen. Ich bin jetzt hier so ein bisschen genauer, weil wir hier in einem Gebiet sind, nämlich in Bochum-Wattenscheid. Ich habe das trotzdem als Unterstadt tituliert, weil Bochum-Wattenscheid, auch was die Sozialstatistiken, die hier aufgeführt sind, betrifft, eben deutlich schwächer abschneidet als Bochum insgesamt. Bochum-Wattenscheid ist ein besonderer Stadtteil, weil Wattenscheid eigenständige Stadt war, bis 1975 und dann eingemeindet worden ist. Von der Einwohnerzahl her durchaus als eine passable Mittelstadt durchgehen würde. Also in anderen ländlichen Gebieten wäre man stolz auf so eine Stadt. Und in der Stadt der Städte wird sowas dann schnell mal eingemeindet und zum Stadtteil der nächstgrößeren Stadt. Die Frage, die in diesem Lehrforschungsprojekt zentral steht, ist, welche Aspekte der Wohnumgebung für Personen wichtig sind, die in einem stigmatisierten Wohnquartier leben, und damit verbunden, wie groß ist denn das Ausmaß erzwungener Segregation? Ja, also das sind Bewohner in einem Stadtteil, der sozial benachteiligt ist, und wir quasi Fragen gestellt haben, wie man denn eigentlich oder beziehungsweise wo man denn eigentlich wohnen möchte, welche Eigenschaften einer Wohnumgebung eigentlich wichtig sind. Und man kann ja dann kontrastieren, auch so ein bisschen feststellen, liegt das vor in dem Ort, liegt das nicht vor in dem Ort. Wohnt man entsprechend seinen Wünschen oder wohnt man tatsächlich eher erzwungen? Ja, die Studierenden in diesem Lehrforschungsprojekt waren auch sehr eifrig. Einige habe ich ja auch schon mit im Publikum gesehen. Herr Kröger war dabei, Herr Träger war dabei. Und ich möchte jetzt hier ausgewählte Ergebnisse aufgreifen. Und eins der ausgewählten Ergebnisse ist der Verschmutzungsgrad oder der Verschmutzungsindex, der im Untersuchungsgebiet festgestellt wurde. Was haben wir gemacht? Sie sehen, hier liegt eine Karte zugrunde. Im Prinzip ist das die Wattenscheider Innenstadt. Es ist eigentlich kein eigenständiger Stadtteil. Wir haben das so definiert anhand verschiedener Begrenzungsmerkmale und sind dann in dieser Stadt systematisch alle Straßen und Wege abgegangen und haben unterschiedlichste Dinge beobachtet und festgestellt. Es ist ein bisschen angelegt an diese systematische Beobachtung von Stadtteilen, wie sie Robert Sampson in Chicago eingeführt hat. Die Studierenden sind eben dann mit einem Beobachtungsprotokoll durch die Straßen gegangen des Stadtteils und haben entsprechend Aufzeichnungen gemacht über ganz verschiedene Formen der Verschmutzung, also Müll auf der Straße, Hundekot auf der Straße, Graffiti an den Wänden, Verwahrlosung von Gebäuden und so weiter. Und diese unterschiedlichen Formen der physischen Unordnung in den Straßen, die wurden jetzt zusammengeführt zu diesem Verschmutzungsindex. Und das Erste, was hier auffällt, ist, Sie sehen, Verschmutzungsindex, der läuft von 4 eigentlich bis 12. Wir haben das von 4 bis 11 entsprechend kartiert. Dass der gesamte Stadtteil nicht in
einheitliches Bild abgibt, sondern dass es ganz unterschiedlich dargestellt werden kann. Es gibt eben durchaus Straßen und Straßenabschnitte, hier eben gelb dargestellt, zum Beispiel hier unten dieser Abschnitt oder hier diese Abschnitte, die weisen sehr geringen Verschmutzungsgrad auf. Die sind wirklich gepflegt und sauber. Andererseits, das sind eher die lila oder violetten Straßenabschnitte, beispielsweise hier dieser Straßenabschnitt und auch diese Straßenabschnitte, die weisen den höchsten Verschmutzungsgrad auf. Also verwahrloste Gebäude, Müll liegt in den Ecken rum, Gebäude sind mit Graffiti beschmiert und so weiter. Und ein wichtiger Punkt wäre jetzt eigentlich, je nachdem, wie man sich durch dieses Gebiet bewegt, kriegt man einen unterschiedlichen Eindruck davon, was für ein Gebiet man überhaupt ist. Also ob es tatsächlich sowas ist wie ein verwahrlostes Gebiet oder doch eher ein städtisch annehmbares, sauberes Gebiet. Ja? Also Sie können sich ja selbst, wenn man die Karte vor Augen hat, sich Wege überlegen, wenn man beispielsweise hier lang geht und dann hier diese hellgrünen Wege hat, dann hier hoch, so lang. Wenn man da lang gehen würde, würde man eigentlich nicht davon ausgehen, dass das irgendwie ein heruntergekommenes Viertel ist. Ja? Und sich aber hier lang bewegt, dann hier lang, hier unten lang, hier rüber, dann hier so quer durch, so würde man einen ganz anderen Eindruck bekommen. Also, wichtiger Punkt, das, was wir als sowas wie ein sozial benachteiligtes Stadtteil oder Wohnviertel quartieren würden, ist in der subjektiven Betrachtung und der subjektiven Bewegungsweise durch das Gebiet kann ganz unterschiedlich wahrgenommen werden. Das vielleicht als erster wichtiger Punkt. Und das kann eben durchaus auch dazu führen, dass man sich mit unterschiedlichen Präferenzen, Wohnpräferenzen abfinden würde oder entscheiden würde. Vielleicht noch ein ganz wichtiger Punkt. Es ist nicht nur ein Stadtteil, der Wattenscheid heißt, sondern es ist die Wattenscheider Innenstadt. Und das bedeutet tatsächlich, dass diese Straße hier ist, glaube ich, die zentrale Einkaufsstraße von Wattenscheid. Also wir sind hier eigentlich an einem sehr zentralen Ort und nicht an irgendeinem abgelegenen Gebiet im westlichen Rand von Bochum. Okay, mir geht es um die Wohnpräferenzen und Messung von Wohnpräferenzen ist ein Problem. Um das Problem darzustellen, nutze ich ganz gerne das Zitat von Kurt Tucholsky, oder ein Ausschnitt aus einem Gedicht, das heißt Das Ideal. Und hier beschreibt er, was man denn gerne möchte und was man gerne hätte. Wäre eine Villa im Grün mit großer Terrasse, vorn die Ostsee, hinten die Friedrichstraße mit schöner Aussicht, ländlich, mondän. Vom Badezimmer ist die Zugspitze zu sehen, aber abends zum Kino hast du es nicht weit. So, das bringt eigentlich schon das Dilemma von Wohnpräferenzen zum Ausdruck. Man will eigentlich von alle Vorteile miteinander vereinen. Logischerweise gibt es so eine Villa nicht. Ja. Und natürlich ist es auch so, und es ist insbesondere so für Bewohner von sozial benachteiligten Stadtvierteln, dass sie relativ wenige ihrer Wohnpräferenzen tatsächlich befriedigen können. Und dass wir erwarten, dass diese Bewohner deutlich stärker sozusagen in erzwungener Segregation wohnen, weil sie sich eben nicht so ein Ideal tatsächlich leisten können. Der Tucholsky im Übrigen, das Gedicht selbst ist noch deutlich länger, kommt dann natürlich zum gleichen Fazit, dass man das, die Wohnpräferenzen, die er hier so anspricht und nennt, dass man die in den seltensten Fällen tatsächlich komplett befriedigen kann. Okay, was haben wir jetzt gemacht, um dann doch Wohnpräferenzen zu erheben und auch Unterschiede in den Präferenzen und Unterschiede zwischen unterschiedlichen Eigenschaften von Wohnvierteln zu messen? Wir haben eine sogenannte Vignettenstudie durchgeführt, in denen wir 8 Eigenschaften von Wohnumgebungen systematisch in diesen Beschreibungen der Wohnviertel variiert haben. Diese 8 Eigenschaften beziehen sich auf Sauberkeit, Lärm, die Erreichbarkeit, das Nachbarschaftsverhältnis, wie das Verhältnis zwischen den Nachbarn ist, ob Freunde und Familie in dieser Nachbarschaft wohnen oder nicht wohnen, wie das Sicherheitsempfinden in dieser Wohnumgebung ist, die sozioökonomische Situation der Bewohnerschaft und die Herkunft, die nationale Herkunft der Bewohner. Ja, das sind Eigenschaften, die man dann in verschiedenen Beschreibungen variieren kann, systematisch variieren kann. Eine dieser Beschreibungen ist hier als Beispiel aufgeführt. Insgesamt sind pro Befragten 8 solche Beschreibungen vorgelegt worden. Und Text ist immer relativ umfangreich. Also im Beispiel, die Wohnumgebung ist sauber und gepflegt. Es ist eine etwas laute Gegend. Einkaufsmöglichkeiten und häufig genutzte Einrichtungen sind schlecht erreichbar. Die Wohnumgebung ist eher abseits gelegen. Die Nachbarschaft ist von gegenseitiger Hilfsbereitschaft geprägt.
Weder Freunde noch Verwandte wohnen in der Wohnumgebung. Es wird gesagt, dass die Wohnumgebung eher unsicher ist. Es ist eine wohlhabende Gegend. Die Menschen in der Wohnumgebung stammen aus verschiedenen Ländern. Sie sehen schon, für so ein typisches Bild, was man vielleicht für eine Wohnumgebung vor Augen hat, sind so ein paar kontrastierende Effekte mit eingebaut. Aber das ist natürlich gewünscht durch das Design der Vignettenstudie. Und für jede dieser Vignette wurde dann gefragt, würden Sie in so eine Wohnumgebung umziehen? Ja, also nicht das Tucholsky-Zitat, aber schon Arten von Beschreibungen, die so ein bisschen an dieses Tucholsky-Zitat erinnern, indem man sozusagen systematisch Dinge variieren kann. Was man dann tun kann, ist, wenn man die Beschreibungen hat, und obwohl man natürlich nicht von allen Personen alle möglichen Vignetten erfragt, das wäre ja eine Überforderung, kann man dann gleichwohl abschätzen, welche Stärke und welche Wertigkeit, welches Ranking sich in diesen Wohnumgebungspräferenzen ergibt. Ja? Und diese Wertigkeiten, die haben wir jetzt hier einfach mal abgetragen. Also am wichtigsten scheint die Erreichbarkeit zu sein. Das liegt wahrscheinlich auf der Hand, weil es sind ja Innenstadtbewohner, ja, die eben abends das Kino um die Ecke vor Augen haben oder vor der Tür haben, nicht vor Augen haben, vor der Tür haben. Das scheint ein ganz wichtiger Bezugspunkt zu sein. Insofern scheint ein Matching da zu sein zwischen dem, was man sich wünscht und dem, was man das Wohngebiet, in dem man tatsächlich wohnt. Dann gibt es Unterschiede, nicht Unterschiede, sondern die weiteren Präferenzen beziehen sich auf Sauberkeit und Sicherheitsempfinden. Und das zeigt eigentlich schon ein Stück weit stärker, dass die Bewohner, die wir befragt haben, obwohl natürlich, das hatte ich vorneweg gesagt, das gesamte Wohngebiet nicht verwahrlost ist, aber einzelne Straßenabschnitte schon sehr stark, dass Sauberkeit, wenn es dann doch eine starke Wohnpräferenz ist, eben nicht gematcht wird mit dem Gebiet, in dem man wohnt. Ja, also in Bezug auf Sauberkeit würde das eher bedeuten, Tendenz ausdrücken, dass man eher erzwungen wohnt. Man würde eigentlich in einem anderen, schon zentral erreichbaren Gebiet wohnen, aber ein einzelnes deutlich sauberer wäre. Sicherheitsempfinden deutet dann wahrscheinlich in die ähnliche Richtung. Und ein wichtiger Punkt, der hier noch auffällt, wir haben ja einige der Wohnumgebungseigenschaften, die sich auf soziale Kontakte beziehen, wie beispielsweise Freunde und Familie oder eben sowas wie gute Nachbarschaftsverhältnisse mit den unmittelbar nebenan wohnen oder eben auch dieser Punkt der nationalen Herkunft. Und da sehen wir, das sind Punkte, die sind für die Bewohner eigentlich gar nicht so wichtig. Und typischerweise hatten wir ja gesehen, insbesondere was die nationale Herkunft betrifft, ist Bochum-Wattenscheid ein Gebiet, was einen hohen Migrantenanteil hat, deutlich höher als in Gesamt-Bochum, in der Gesamtstadt. Und das wäre eigentlich eher ein Indiz dafür, dass man gar nicht so stark erzwungen lebt. Ja, weil dieser Aspekt der nationalen Herkunft, sozusagen der Mitbewohner im Wohnviertel, eigentlich im Ranking gar keine große Bedeutung hat. Okay, also es gibt unterschiedliche Wohnpräferenzen oder Wohnumgebungspräferenzen. Und es gibt einige, die dafür sprechen, dass Bewohner des sozial benachteiligten Gebietes, das wir untersucht haben, eher darauf hindeutet, dass es eine erzwungene Nachbarschaft, eine erzwungene Wohnumgebung ist. Andererseits sehen wir aber auch, dass ganz bestimmte Präferenzen gar nicht so stark ausgeprägt sind, die aber trotzdem mitgetragen werden. Ja? Trotzdem im Wohnviertel vorhanden und prägen aber die Präferenzen nicht so stark und sind dafür nicht ausschlaggebend. Okay, die letzte Studie. Ich habe noch 4 Minuten oder sowas. Ja. Die letzte Studie bezieht sich auf Wohlbefinden von Jugendlichen. Diesmal kein Lehrforschungsprojekt, wohl aber eine Studie, wo auch viele Abschlussarbeiten, Bachelorarbeiten und Masterarbeiten entstehen, beziehungsweise bisher auch schon entstanden sind. Die Studie heißt Wie geht's dir, Uwe? Und Uwe steht hier für Umwelt, Wohlbefinden und Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Das Ganze hat den Hintergrund, dass das eigentlich ein Instrument ist, das sowas wie ein Monitoring für Kommunen darstellt, indem sie sozusagen erfahren, etwas über ihre Kinder und Jugendlichen im Alter von 13 bis 15 Jahren erfahren, was über
Kompetenzmessung, Schulkompetenzmessung, Lese, Mathematik, Rechenfähigkeit deutlich hinausgeht, sondern deutlich allgemeineren Bezug hat und mit Wohlbefinden eigentlich einen Index hat, der ja ganz verschiedene Aspekte und eben nicht nur sozusagen schulische Leistungsfähigkeit mit in den Blick nimmt, erhebt. Das Ganze ist eine Anpassung an ein kanadisches Instrument, was in Vancouver schon seit Jahren erprobt ist. Und dieses Monitoring-Instrument haben wir in der Stadt Herne, nördlich der A40, eingesetzt. Und zwar ist es quasi eine Vollerhebung aller Schüler der 7. und 9. Klassen. Wir waren in allen 14 weiterführenden Schulen, die es in Herne gibt, und haben da komplett alle Jahrgangsstufen der 7. und 9. Klassen befragt. Insgesamt haben wir 1962 Teilnehmer. Und wir fragen neben dem Wohlbefinden natürlich auch nach stärkenden Ressourcen, die zum Wohlbefinden beitragen, und finden da auch durchaus starke Zusammenhänge. Und zwar an erster Stelle steht sowas wie positive Schulerfahrung. Und mit positiven Schulerfahrungen ist das Klima an der Schule gemeint. Also nicht das Lernklima, sondern der respektvolle Umgang zwischen Schülern und Lehrern, Abwesenheit von Mobbing beispielsweise. Zweiter Faktor ist gesunde Ernährung, guter Schlaf, dass man also regelmäßig Mahlzeiten einnimmt, dass man auch Mahlzeiten mit Eltern einnimmt, dass man sich gesund ernährt, nicht von Fastfood ernährt. Und guter Schlaf heißt, dass man ausreichend Möglichkeiten hat zu schlafen, viele Stunden schlafen kann und auch gut durchschlafen kann, also nicht wach wird in der Nacht und von Albträumen geplagt wird. An dritter und vierter Stelle folgen dann soziale Beziehungen. Zunächst erstmal soziale Beziehungen zu Gleichaltrigen, die Mitgliedschaft in einer Gruppe von Gleichaltrigen, in einer Clique sozusagen, oder das Vorhandensein einer besten Freundin, eines besten Freundes spielt auch eine starke Rolle. Vierte Stelle dann Beziehungen zu Erwachsenen, was eigentlich entwicklungspsychologisch ein Faktor ist, der deutlich stärker erwartet wird in der Einflussnahme auf Wohlbefinden. Beziehung zu Erwachsenen meint hier aber jetzt nicht nur die Familie, sondern meint auch Erwachsene an der Schule oder in der Nachbarschaft. Und der fünfte Punkt, organisierte Freizeitaktivitäten, ist in der Regel wird als stärkende Ressource angenommen, was sich aber zeigt, deshalb steht hier eher bedeutungslos, dass es keinen statistisch signifikanten Effekt auf das Wohlbefinden hat. Für Kommunen ist das interessant, weil immer dann, wenn es darum geht, etwas für Kinder und Jugendliche zu tun, fällt man sehr stark darauf, dass man was für Freizeitaktivitäten, Jugendangebote machen muss. Und immer dann, wenn es organisiert ist, also wenn eine erwachsene Person anwesend ist, wenn etwas institutionalisiert ist, sehen wir, eigentlich trägt es gar nicht zum Wohlbefinden der Kinder bei. Okay, wenn man sich insgesamt noch anschaut, wie das Vorhandensein dieser unterschiedlichen Ressourcen, die ich jetzt genannt habe und in den Einflussstärken benannt habe, wenn man es sozusagen kumuliert anschaut, je mehr Ressourcen man hat, desto deutlich höher ist das Wohlbefinden, gibt es einen sehr starken Zusammenhang. Aber die Frage ist ja eigentlich, was hat denn das jetzt mit Segregationstendenzen zu tun? Denn das, was ich jetzt hier vorstelle, sind ja eigentlich Individualfaktoren, die da eine Rolle spielen. Jetzt kann man natürlich auch noch schauen, in welchen statistischen Bezirken, in welchen Stadtteilen wohnen denn die Kinder und gibt es da sowas wie Klumpungen? Gibt es so etwas, dass man durchaus erwarten könnte, dass in einigen Stadtteilen Kinder sich deutlich wohler fühlen als in anderen Stadtteilen? Und wenn das so ist, wenn das so wäre, liegt es eben tatsächlich daran, dass wir die Differenzierung in der Unter- und Oberstadt haben. So, und hier ist das entscheidende Ergebnis. Natürlich gibt es Unterschiede, rein wenn wir uns das deskriptiv anschauen. Hier sind diese unterschiedlichen, hier sind diese unterschiedlichen statistischen Bezirke der Stadt Herne aufgeführt, mit Ziffern, Namen spielen jetzt so keine Rolle. Und wir schauen, wir sehen natürlich, dass es unterschiedliche Ausschläge gibt des Wohlbefindens, das hier gruppiert ist in niedrig, mittel, hoch. Allerdings ist es so, wenn man dieses Wohlbefinden jetzt in eine sogenannte Mehrebenenregression einspeist, die eben dann Unterschiede in den Variationen zwischen den statistischen Bezirken aufweisen soll, dann gibt es eben keine Variation im Wohlbefinden. Also Wohlbefinden ist im Prinzip nicht systematisch unterschiedlich ausgeprägt in den unterschiedlichen Stadtteilen der Stadt Herne. Da ist doch gar nicht danach geschaut worden,
wie die Stadtteile segregieren oder nicht segregieren, sondern Wohlbefinden scheint offensichtlich unabhängig von dem Wohnort zu sein, in dem man wohnt. Jetzt gibt es unterschiedliche Erklärungen. Die einen meinen, ja, vielleicht ist ja Herne selbst gar nicht so stark segregiert wie vielleicht andere Städte. In anderen Städten wäre es vielleicht ausschlaggebender, aber das ist, glaube ich, nicht der Punkt, weil die Mehrebenenregression ja Variationen sozusagen prinzipiell erstmal nur auf der Ebene der statistischen Bezirke untersucht. Da wissen wir noch gar nicht, wie die statistischen Bezirke aussehen. Und wir stellen eigentlich fest, dass es da im Prinzip keine Variationen und keine systematischen Kontexteffekte geben kann, weil es diese Variation nicht gibt. Also, Fazit wäre jetzt eigentlich aus diesem dritten Punkt, dass selbst dann, wenn wir hochgradig segregierte Gebiete haben, wie das Ruhrgebiet als der Stadt der Städte, bedeutet das nicht automatisch, dass für alle Gruppen und für alle Dinge, die wir untersuchen können, immer systematische Folgen damit impliziert sind. Sondern es kann eben auch vorkommen, dass Segregation, segregierte Stadtteile wirkungslos sind. Ja. Deshalb komme ich jetzt zu meinem Fazit und habe noch ganz wenig überzogen. Also, Segregation im Ruhrgebiet, haben wir gesehen, beeinflusst sowas wie Gemeinschaftsbildungen, ist für Bewohner sozial benachteiligter Stadtteile tatsächlich eher erzwungen, ist aber eben belanglos für das Wohlbefinden. Also, während man die ersten beiden Ergebnisse vielleicht tatsächlich stärker erwarten könnte, wäre das letzte Ergebnis schon etwas, was so ein bisschen gegen die Intuition und die Erwartung spricht. Also, Segregation im Ruhrgebiet hat in der Tat Folgen für soziale Lebenschancen als Makroergebnis, aber eben nicht pauschal für alle Bewohner und auch nicht in allen Lebensbereichen. Und die, was wäre noch wichtig zu sagen, als letzter Punkt, die Kontexteffekte, die wir über Segregation messen, haben in aller Regel eher so etwas wie einen moderaten Einfluss im Vergleich zu Individualeffekten. Ich habe das jetzt bei dem letzten Punkt ein bisschen nicht so stark kontrastiert. Also diese stärkenden Ressourcen, das sind Individualeffekte, sie sind sehr stark prägend für das Wohlbefinden, das sollte dieser Anstieg darstellen. Aber die Kontexteffekte eben nicht. Ja, und damit danke ich für die Aufmerksamkeit und übergebe wieder an das Orga-Team und wünsche insgesamt noch eine sehr schöne Veranstaltung.